An der Börse geht es eigentlich immer um die Renditen und besonders derzeit geht es um die Renditen, meine Damen und Herren, denn der Fall dieser Renditen, das Zurückkommen dieser Renditen ist schlichtweg die Voraussetzung, dass die Aktienmärkte einen Boden bilden und für beides haben wir derzeit eine gute Chance, nämlich dass die Renditen für etwa für US-Staatsanleihen ihr Hoch erreicht haben auf der einen Seite und der Boden für die Aktienmärkte, zumindest ein mittelfristiger Boden, sagen wir mal, für die Aktienmärkte, für den Leitindex S&P 500 bald erreicht sein könnte. Was dafür spricht, welche Anzeichen dafür erkennbar sind, das will ich in diesem Video kurz zur Anschauung bringen, meine Damen und Herren. The pain trade is to the upside, hat Goldman Sachs gesagt und dafür 10 wunderbare Gründe gefunden, warum es im November ein Melt-up nach oben geben könnte. Gestern waren wir positiv. Dow Jones 1,3, S&P 1,1, Nasdaq etwas schwächer. Allerdings haben wir gesehen, dass die Renditen nicht gefallen sind und dass die Marktbreite nicht so richtig gestimmt hat. Also es wird so ein bisschen merkwürdig, gerade jetzt mit dieser Erholung, die wir sehen. Die zeigt so erste Widersprüche und vieles spricht dafür, dass wir nochmal einen Rücksetzer erleben, bevor es dann besser werden kann, bevor wir dann wirklich eine nachhaltige Erholung zaubern. Die Crashes finden gerne im Oktober statt, aber auch die Böden bei Aktienmärkten finden gerne im Oktober, zumindest an der Wall Street statt. Zum Beispiel 2011, 2002, 1998, 1990, 1987 damals ja der Crash und dann die schnelle Erholung 74, 66, 1957. Und jetzt hatten wir am 13. Oktober das Tief gesehen des bisherigen Jahres. Bleibt dieses Tief? Ja oder nein? Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall sehen wir hier im S&P 500, in diesem Chart von Capital.com, dass wir da natürlich jetzt schon so an einer Widerstandszone sind. 6. Oktober, 5., 6. Oktober, so um den Dreh sind wir da schon mal gewesen, bevor es dann runterging. Wie gesagt, tief am 13. Oktober und wir waren so Richtung Ende September schon einmal dort. Also da ist eine relevante Widerstandszone. Das wird nicht so einfach da drüber zu kommen. Und wenn wir uns hier den Nasdaq 100 mal auf 60 Minuten Basis anschauen, ein Chart von Ron Walker, dann sehen wir, oben im RSI wird so langsam ein bisschen heißer, können wir noch weiter steigen, aber dann wird es so ein bisschen, naja, auf kurze Sicht ein bisschen dolle. Da dürfte dann nochmal ein Rücksetzer kommen, vielleicht nochmal ein Tief, aber eher vielleicht sogar ein höheres Tief, bevor wir dann eben nach oben gehen. Bisher jedenfalls sind Unternehmen, die berichtet haben und die Erwartung verfehlt haben, durchschnittlich um 3% mit Underperformance abgestraft worden. Also man ist nicht bereit, das zu akzeptieren. Und jetzt beginnt ja praktisch heute die große Tech-Berichtssaison in den USA. Knapp die Hälfte an Marktkapitalisierung des S&P 500 berichtet in dieser Woche. Also das wird sich mehr oder weniger jetzt alles entscheiden und ein Faktor ist nicht nur die Saisonalität, die jetzt immer besser wird, Stück für Stück für den S&P 500, für die Wall Street insgesamt, sondern eben jetzt auch die Buybacks. 4,5 bis 5 Milliarden kommen jetzt ab Freitag täglich praktisch an Käufen hinzu durch die Unternehmen selbst. Das ist ja die machtvollste Kraft letztendlich bei den Aktienmärkten, das sind die Aktienrückkäufe. Wir haben einen kleinen Widerspruch hier, der durchaus bedeutsam ist. Wir haben nämlich eine negative Divergenz zwischen dem HYG, dem Junk Bond ETF, und dem SBY, also dem ETF auf den S&P 500. Der erreichte neue Verlaufhochs, also der S&P 500, während die Junk Bonds das nicht tun. Die sind nicht in dieser Form mitgelaufen. Das muss sich auflösen. Da müssen die Junk Bond Renditen runter, respektive die Kurse rauf, damit diese negative Divergenz sich auflöst, spricht dafür, dass wir nochmal einen Move nach unten sehen, bevor es dann besser werden kann. Hier sehen wir die Berichtssaison, meine Damen und Herren, heute Microsoft, heute Alphabet, aber auch eine Visa, morgen Boeing, Meta und dann vor allem am Freitag Apple und Amazon. Also da sehen wir, da ist viel Tech jetzt am Start, Caterpillar am Donnerstag, so der Proxy für die Weltkonjunktur, könnte man sagen.
Und die Frage ist, naja, wie werden die Zahlen ausfallen angesichts dieser Dollarstärke? Das ist ja neben dem Anstieg der Rendite und das große Problem, was die Märkte haben. Dementsprechend müssen wir da Erleichterung sehen und müssen jetzt auch mal gucken, wie stark sich eben diese Stärke des Dollars in den Zahlen niederschlägt. Hier sehen wir mal die Performance der großen Tech-Aktien Amazon, Google, Apple, Microsoft, und wir sehen Facebook jetzt keine 350 Milliarden Dollar mehr wert, mit Abstand der schwächste unter diesen Tech-Konzernen, 2/3 an Wert verloren vom All-Time-High, und jetzt fordern viele Investoren, dass weniger Meta und mehr Entlassungen kommen. Also man kritisiert letztendlich die Richtung des Konzerns und sagt, ihr seid letztendlich auf falschem Weg. Ein hoffnungsvolles Zeichen für die Märkte ist, dass wir weder bei Bitcoin noch beim Russell 2000, beides sind gute Frühindikatoren, gesehen haben, dass hier die Juni-Tiefs unterboten wurden. Der S&P 500 hat das gemacht. Wie gesagt, 13. Oktober war der tiefste Kursstand des Jahres. Aber nicht Bitcoin und nicht der Russell 2000. Hier zeigt sich ein Pattern, wie Sven Hendrik hier klar darstellen kann, bei Bitcoin, dass nach einem Ausbruch schaltet, der kann auch nach unten kommen oder er kann nach oben kommen. Das ist mit diesen Wedges so, mit diesen Patterns, die wir hier gesehen haben. Insgesamt, wenn wir wieder zu den Aktienmärkten zurückkehren, waren wir beim Kursgewinnverhältnis beim S&P 500 bei 15 am Tief. Wir kamen von 23. Gerechtfertigt wäre angesichts der nominalen und der Realrenditen, also die Real Yields sind praktisch die Renditen minus Inflationserwartung, da wäre eigentlich 13 angesagt als fairer Value. Also könnte noch ein Rücksetzer kommen. Allerdings könnten sich eben auch die Realrenditen verändern im Sinne, dass praktisch eben diese Realrenditen weniger positiv werden. Wir sind ja derzeit sehr, sehr stark angestiegen, und das, obwohl die Inflationserwartungen eigentlich fallen, steigen die Realrenditen. Das deutet auf eine Dollarknappheit. Ich hatte das schon mehrfach betont. Jetzt kommt aber etwas Entscheidendes, nämlich die Renditen, und die müssen runter, und da gibt es erste Indikationen, dass dem so ist. Nicht nur haben wir bei der Oder weitere Indikation, dass dem so ist, nicht, da haben wir bei der 10-jährigen Anleiherendite eine negative Divergenz, sondern wir haben auch die Aussage von Janet Yellen, die sich Sorge macht um die Liquidität bei den US-Staatsanleihen. Speziell hat sie da die 20-jährige US-Staatsanleihe im Blick, und da hat sie gesagt, ja, auch andere Nationen führen Buyback-Operations aus. Man hat offenkundig hier sich mal über den Teich geschaut zu den Briten. Also faktisch ist hier so eine Art staatliche QE fast schon in Ankündigung, und das würde dafür sprechen, dass die Renditen fallen. Fallende Renditen sind gut für Aktien, fallender Dollar ist gut für Aktien und umgekehrt. Also da könnte der Wind herkommen, dass wir dann etwas sehen, zumal die Fed jetzt vor den US-Zwischenwahlen wahrscheinlich jetzt nicht mehr so völlig auf der Vollbremsung beharren wird. Wir hatten ja diesen Artikel von Nick Timiraos am Freitag, dann die Bestätigung von Daly von der San Francisco Fed, dass die Fed nach diesem großen Schritt, den sie jetzt Anfang November nochmal machen wird, dann das Tempo verlangsamen wird. Aber insgesamt gilt, die Fed hat zweimal versucht, ihre Bilanzsumme zu reduzieren, hat es beides Mal abgeblasen. Jetzt haben wir gesehen, dass die Bilanzsumme der Fed auf 9 Billionen Dollar gestiegen ist, hat sich mehr als verdoppelt im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Und jetzt sehen wir, dass durch diese schnelle Zinsanhebung eben sehr viel Stress in den Märkten ist. Und da die Fed jetzt keine Gelegenheit hatte mehr, sich zu äußern aufgrund der Blackout Period, hat man eben offenkundig diesen Artikel lanciert, oder der ist zumindest mit Zustimmung der Fed von Nick Timiraos veröffentlicht worden. Also man sieht, die werden so ein bisschen vorsichtiger. Und wir sehen auch hier, dass wir bei der Sticky Inflation, also bei dieser klebrigen Inflation, bei der dauerhaften Inflation, sehen wir, dass jetzt die Renten in den USA fallen. Wir haben im Oktober nach vorläufigen Daten das erste Mal einen Rückgang, der deutlicher ausfällt, als er saisonal ohnehin durchaus typisch ist. Wie Sie hier sehen, ist im Herbst hinein, geht es meistens so ein bisschen runter, schlichtweg, weil die Nachfrage
nach Mieten nachlässt, die Nachfrage nach Häusern nachlässt, weil die Leute nicht so gern im Winter umziehen, könnte man sagen. Wir sehen dann auch, dass die Geschwindigkeit, mit der die Preise für Gebrauchtwagen fallen in den USA, schneller ist als während der Finanzkrise. Also wir sehen, dass sich hier viele Dinge so langsam auflösen. Nach wie vor ist Inflation ein Problem. Allerdings in den USA weniger als vielmehr in Europa, da wird das viel dauerhafter sein. Aber ein Problem hat die Fed eben auch, dass sie jetzt Milliarden Dollar verliert, denn diese Anleihen, die sie im Depot hat, die werden immer weniger wert, wenn die Kurse dieser Anleihen fallen. Und sie muss gleichzeitig eben den Banken, die etwa in diesen Repo-Operationen Cash da parken, muss sie Zinsen zahlen. Und da macht sie ein richtig dickes Minus. Und mit den Geldern aus den Notenbankenbilanzen oder den Überschüssen, die die Notenbanken, auch die Fed, erzielt haben, das wird ja dann an den Staat zurückgegeben. Und da sind viele Dinge finanziert worden, die jetzt nicht mehr finanzierbar sind. Oben sehen wir mal hier die Bestände von verschiedenen Notenbanken, grün hier die Fed-Bestände an US Treasuries, und unten sehen wir, was da bei der Fed derzeit an Verlust gefahren wird. Kommen wir, also auch das spricht hier dafür, dass man da irgendetwas machen muss, um das nochmal hier abzuschließen. Jetzt kommen wir nochmal nach China. Wir sehen, dass hier das Fixing der chinesischen Notenbank so schwach wie seit 14 Jahren nicht mehr war. Dollar-Yuan auf über 7,36 gestiegen, dann wieder ein bisschen runtergekommen. Weakest Level sind 2008 jetzt der Yuan. Und gleichzeitig hat offenkundig aufgeheißt, der Führung in Peking hat man am Aktienmarkt interveniert, der Hang Seng Tech Index, der gestern hier so massiv unter Druck gekommen war, 6,1% im Plus. Dennoch sehen wir die schnellste und größte Abwertung des Yuan in 27 Jahren. Und Ottavio Costa sagt, die haben eine full-blown Banking and Currency Crisis. Banking Crisis, das sollten Sie sich merken, denn schauen Sie hier mal die Banking Assets an, also die Bilanzsummen der chinesischen Banken, locker mal doppelt so viel wie bei den amerikanischen Banken. Und die amerikanischen Banken, wenn Sie das mal mit Deutschen vergleichen, da sind die Deutschen ja absolute Zwerge. Also dagegen haben wir JP Morgan, haben wirklich fette, fette Banken. Aber wenn wir das uns mal vergleichen, oder wenn wir das mal vergleichen, mehr als doppelt so viel ist hier praktisch im Feuer, nämlich 55 Billionen Dollars Gegenwert, meine Damen und Herren. Also das rockt richtig, und wenn da eine Krise ist und wir steuern auf eine Krise zu, dann wird es schwierig. Wie krisenhaft die Situation ist, sieht man zum Beispiel bei den Junk Bonds in China, also bei Unternehmen, die kein gutes Rating haben, die zahlen inzwischen Zinsen auf ihre Anleihen von gut 25%. Hier dann nochmal die Meldung, dass offenkundig staatliche Banken angewiesen worden sind, Aktien zu kaufen. Ändert nichts daran, dass China ein Hochrisiko-Investment bleibt, selbst wenn dann solche Interventionen kommen und die Ausländer fliehen, die nehmen die Füße in die Hände, nachdem Xi Jinping ein Hardliner-Kabinett hier nominiert hat. Das Böseste erahnen lässt, ich hatte dazu gestern im Markeflüster mich geäußert, ob es dann eine kluge Entscheidung ist, dass hier die Chinesen sich an Toller oder bei dem Terminal Tollerort einkaufen dürfen, hier im Hamburger Hafen, sei mal dahingestellt. Ein persönlicher Vertrauter von Scholz hat das wohl mit durchgedrückt. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Amazon, Apple, Alphabet und Meta, ist das eine Shortfalle? Hier ein paar Gedanken zu den verschiedenen Tech-Indizes. Gerade wenn Sie da investiert sind, sollte Sie das interessieren, vor allem jetzt vor den Zahlen oder im Umfeld der Zahlen, die hier kommen. Und dann nochmal eine Empfehlung, Wall Street, der größte Bär bleibt bullish für Aktien, nämlich Mike Wilson. Warum er das tut und welche Kursziele er hat, lesen Sie in diesem Artikel. Also zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.